Willkommen zu unserem Jahresrückblick. Wir wollen hier einmal Revue passieren lassen, was sich 2019 im John Sinclair-Universum abgespielt hat. Der offene John Sinclair Fanclub hat sich nicht lumpen lassen und dazu die gesammelten Informationen zu einem Videobeitrag zusammengefasst. Unabhängig von einem zeitlich-chronologischen Ablauf beginnen wir mit dem Fanclub selber. Der offene John Sinclair Fanclub, kurz OJSFC, von 2018 ist weiter gewachsen und konnte viele neue Mitglieder verzeichnen. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Mitglieder. Ihr seid super. Ohne euch würde es diesen Fanclub nicht geben. Am 1. September 2019 konnten wir übrigens unser einjähriges Bestehen feiern. Im letzten Jahr haben wir eine Menge Gewinnspiele veranstaltet und zudem immer weiter im Hintergrund am ersten Fanclub-Magazin gearbeitet. Ende November war es endlich soweit und wir konnten Heft 1 an alle Mitglieder verschicken. 44 DIN A4 Seiten in Farbe mit tollen Berichten, Interviews und vielen Fotos zum Thema John Sinclair. Im April machten wir uns auf nach Dortmund zur Convention Weekend of Hell und besuchten dort Jörn Brohm und sein Team von dergeisterjäger.de. An ihrem John Sinclair Merchandise Stand präsentierte Jörn uns den neuen Wandkalender für 2020. Außerdem wurde er als Ehrenmitglied im offenen John Sinclair Fanclub aufgenommen. 2019 erschienen übrigens drei Sammelfiguren bei dergeisterjäger.de. Im April kam John Sinclair Retro 2, im August wurde Destero ausgeliefert und im November erhob sich der Dunkle Bruder. Einen nennenswerten Beitrag lieferten Sascha Wennemann und Florian Hilleberg auf der Internetseite tor-online.de. Anfang des letzten Jahres plauderten die beiden Autoren in Die John Sinclair Story interessante Fakten über John Sinclair und Co. aus. Interessant war auch eine bei Kickstarter ins Leben gerufene Aktion, bei der es um eine Umsetzung des ersten Tonstudio Braun Hörspiels von John Sinclair auf Vinyl ging. Das Horrorschloss im Spessart erschien Ende Oktober 2019 als Doppel-LP limitiert auf 500 Stück. 2019 wurden 7 John Sinclair Podcasts von Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach auf die offizielle Webseite johnsinclair.de geladen. Diese waren vollgepackt mit sehr informativen Hintergründen zu den John Sinclair Hörspielserien. Zudem gab es 2 weitere Fan-Podcasts. Einen von Verena, einer zuständigen Mitarbeiterin aus dem Hause Bastei-Lübbe, in dem die Gewinner-Fan-Kurzgeschichte Feuertanz von Thomas Williams komplett von Dietmar Wunder gelesen wird, und einen weiteren von Alexander Weisheit. Alexander hat bei einem offenen Gewinnspiel auf der offiziellen John Sinclair Webseite das Fan-Podcast-Casting gewonnen und durfte dadurch einen ganzen Podcast zum Sinclair-Universum beisteuern. 2019 manifestierten sich insgesamt 32 Hörspiele im John Sinclair Universum. Davon waren 8 Stück aus der Edition 2000, und zwar die Folgen 128 bis 135. Als Classics wurden die 3 Folgen 35 bis 37 veröffentlicht. 12 weitere Hörspiele kamen aus der Umsetzung der alten Tonstudio Braun Hörspiele. Hier erschienen die CDs 83 bis 94. Auch eine Sonderedition bereicherte den Handel, es war die SE Folge 13. Zudem wurde das zweite Johnny Sinclair Buch von Sabine Städing als dreiteilige Hörspielserie umgesetzt. Die 5 weiteren Hörspiele gehen auf das Konto von Sinclair Dead Zone. Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach haben hier mit einer Art John Sinclair Reboot in der heutigen Zeit geschaffen. Staffel 1 besteht aus 6 Teilen, wobei die letzte Folge erst 2020 erscheint. Im Vorfeld kam Anfang letzten Jahres das Buch dazu in den Handel. Mit Veröffentlichung der ersten Hörspielfolge tourten die beiden Produzenten durch einige Cinemax-Kinos, in denen der Fan das Hörspiel mit außergewöhnlichem Sound genießen konnte. Am 6. November wurde eine Sinclair Night veranstaltet, bei der es in einem kleineren Rahmen unter anderem eine Live-Lesung von Dietmar Wunder gab.
Er las einen Teil aus der Fankurzgeschichte Feuertanz von dem Autor Thomas Williams vor. Weiterhin moderierte Mike Litt einen Talk mit Jason Dark und Dietmar Wunder, die auch später noch zur Autogrammstunde gefragt waren. Neben einem Merchandise-Verkauf wurde noch die Schallplatte der Kickstarter-Aktion um das Hörspiel Das Horrorschloss im Spessart präsentiert. Für alle Daheimgebliebenen ergab sich glücklicherweise sogar die Möglichkeit, diese Veranstaltung im Livestream auf Facebook zu verfolgen. Außerdem gibt es hier auch eine Nachlese in Form eines Fan-Podcasts von Alexander Weisheit. Auch im letzten Jahr erschien jede Woche ein neues Romanheft der Serie Geisterjäger John Sinclair. Insgesamt also 52 Stück, und zwar von Band 2113 bis 2164. Folgende Autoren steuerten hier ihre gruseligen Geschichten hinzu. Ian Rolf Hill brachte es auf insgesamt 19 Romane, Jason Dark auf 16 Stück. Rafael Marquez schrieb 7 Hefte, Mark Freund 4 und Stefan Albertsen 2. Timothy Stahl, Oliver Müller, Logan Dee und Mark Tunnows steuerten jeweils einen Roman in 2019 zur Serie hinzu. Übrigens, im Rahmen des Deutschen Horrorliteraturpreises, dem Vincent-Preis, erhielt John Sinclair Schöpfer Helmut Relegert alias Jason Dark für das Jahr 2018 den Sonderpreis für sein Lebenswerk, insbesondere für seine Romanheftserie Geisterjäger John Sinclair. Der Preis wurde im Mai 2019 auf der MarburgCon verliehen. Den Schlusspunkt möchten wir den 2019 von uns gegangenen John Sinclair Hörspielsprechern widmen. Wir werden sehr vermissen: Franziska Pigula, die Stimme von Jane Collins; Peter Matic, die Stimme von Myxin; Helmut Kraus, die Stimme von Vampiro Del Mar; Bernd Rumpf, die Stimme von Asmodis. Wir hoffen, euch hat dieser Rückblick rund um John Sinclair ins Jahr 2019 gefallen und wünschen viel Spaß bei weiteren gruseligen Stunden durch Lesen oder Hören von Abenteuern unseres coolen Helden.